Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einer neuen Folge Minecraft Page mit den leermachenden Mitspielern. Woo, jubeln! Okay, so wird auf jeden Fall richtig gejubelt. Wir sind wieder vollzählig hier mal am Start. Wir haben den Server mal wieder voll gemacht hier. Und wir haben wieder ein bisschen was geplant. Wie immer eigentlich, wir sind ja noch lange nicht fertig mit dem Creeper. Wir sind ja noch lange nicht fertig mit dem, womit wir angefangen haben. Und dazu kommt jetzt noch, dass wir noch eine Kirche bauen wollen. Also jetzt so mal kurz zur Übersicht für alle Zuschauer. Wir wollen Vorsicht, noch eine der Kirche Creeper bauen. Kommt, der wir Creeper wollen kommt. Noch, Vorsicht, Achtung. Wir wollen noch eine Kirche bauen. Wir wollen noch eine Art... Wer hatte das eben mit diesem Baum vorgeschlagen? Günther. Ich war das. Ein Lebensbaum. Ja, dann was möchtest du da bauen? Also ich habe ja auf dem Septoffel so einen großen Baum gemacht. So groß würde ich ihn jetzt nicht machen, aber so einen Lebensbaum. Also ein Baitbaum. Ein Lebensbaum, okay. Dann könnt ihr euch also noch auf einen Lebensbaum freuen. Was steht da noch an? Was habt ihr da noch so an, was ihr rumbaut? Straßen. Haus. Häuschen. Okay, jeder baut an Häusern rum. Das ist ja schon mal sehr gut. Irgendwer hat den Creeper hier kaputt gemacht. Und ich glaube Ghost Road, die mittlerweile auch reden kann, hallo. Hallo. Die wird sich jetzt hier ein bisschen um die Street kümmern. Und da, ich glaube, das müssen wir so gar nicht mal auffüllen. Stopp! Da kommt, glaube ich, die Straße lang. Da die Jenny ja sowieso gerade da vorne an dem Ausgang zuvor ist, würde ich sagen, macht die Jenny auch am besten mit Ghost Road kurz den Plan, wie die Straße hier verlaufen soll, oder? Okay. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die... Eventuell, ich weiß nicht, kannst du es machen, dass sie so schräg läuft, also nicht nur gerade? Weil sonst würde ich sie halt so schräg darüber laufen lassen, bis zu dem Tunnel sozusagen. Sonst müssten wir halt hier einmal den halben Wald wegmachen und dann nach links rüber. Ja gut, das sind drei Bäume, die könnte ich jetzt eigentlich schnell wegmachen, wenn ihr das möchtet. Also ich könnte versuchen... Also ich muss halt schauen wegen dem Muster, aber an sich, ja... Okay. Würdest du das denn noch machen wollen oder wäre es dir lieber, wenn es gerade weiterläuft? Also mir ist eigentlich egal, ich kann es gern versuchen, nur ich sie muss ist halt, wie gesagt. Okay. Okay, ja, wie sieht's aus? Möchtest du das machen? Versuchst du es? Ja, nein. Ja. Okay. Sehr gut. Gut, gibt's denn noch irgendwas, was unser Dorf auf jeden Fall braucht? Ressourcen, Materialien, was weiß ich. Gibt's irgendwas aus dem Nether, was wir brauchen? Gibt's irgendwie Cobblestone, was wir wieder brauchen oder wie auch immer? Mein Nether, die Schwitze. Ich hab grad nichts gehört. Du warst gerade ein bisschen abgehakt bei mir. Also, soweit ich weiß, müssen wir im Moment alles haben, auch Cobblestone, soweit ich weiß. Also, nach der letzten Folge war ziemlich viel vorhanden. Okay. Ich kann einfach schreien, dann renn ich runter. Ist schon mal einiges. Okay, braucht denn vielleicht noch irgendwer Hilfe oder jemanden, oder kann ich irgendwem helfen, so auf die Art und Weise? Ich bräuchte ganz viel Fichte. Fichte? Was ist denn nochmal Fichte für ein Holz? Fichte. Ist das das ganz normale? Nee, ich weiß hier hinten dort, wo Richtung zu dieser Felswand hin. Das ist von den Tannen, ne? Ja, genau. Ja. Hier durch. Ja, okay, das hole ich, das mache ich dann. Danke. Okelidokeli, das ist ja jetzt eine Aufgabe, die man mal eben nebenher machen kann. Ist das hier dein Haus, Wärmgel? Der Kleine, ja. Hat noch irgendwer Eichenholz, also das normale. Darf ich da mal reingucken? Hups. Ja, geh rein. Aber ich hab doch nicht viel gemacht. Oh, Creeper. Rocky, ich brauch auch Fichte. Wow. Sie klaut mir meine Fichte. Okay, ist klein und schnuckelig. Und ich glaube, da muss jetzt auch die Straße lang gezogen werden. Ja. Ja, läuft. Gut. Nehmen wir mal diese Tannen. Ballern mal eine Runde. Wem ist das Haus neben dir? Von mir. Bitte. Das gucke ich mir auch noch an. Es wird mit kritischen Blicken begutachtet.
Hallo. Rocky. Ja, bitte. Hast du mein Schild eingesammelt? Dein Schild. Ja, hier. Da, dankeschön. Okay, wie hast du das geplant hier, Leo? Ja, also da oben kommt auf jeden Fall noch Glas hin. Also hier. In die Mitte. Ah, okay. Und dann kommt halt noch das Dach drüber. Also das war's dann sozusagen. Also 2 Stockwerke oder 3? Vielleicht baue ich noch einen Keller, aber das weiß ich noch nicht. Okay. Dann lassen wir uns mal überraschen. Aber sieht von außen auf jeden Fall sehr interessant. Mir gefällt das hier vorne mit den Säulen sehr gut, aber das hier an der Seite gefällt mir irgendwie nicht so. Verbesserst du das noch? Oder machst du da noch irgendwas dran? Bis jetzt war eigentlich nichts geplant, aber ich schaue nochmal, wenn es fertig ist. Kann man ja immer noch ändern. Man kann in Minecraft alles ändern. Auch seine Zukunft. Die Rocky Bank. Jetzt versichern. Okay. Seitdem, weil ich bei der Rocky Bank bin, habe ich schon 1000 Kartoffeln gespart. Das ist voll die gute Werbung, ey. Seitdem ich bei der Rocky Bank bin, habe ich vollkommen zufriedene Villager in meinem Dorf. Und das alles nur dank dem besten aller Kartoffeln. Rocky, dankeschön. Aber Lissy, bist du dir sicher, dass es normale Kartoffeln waren und nicht verfaulte? Giftige. Sag jetzt nichts Falsches, ich war gerade so im Flow. Also ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Lissy? Also wenn ich Fichte kriegen würde... Du weißt, dass du gerne Fichte hättest, ja? Wenn ich Fichte kriegen würde, dann wären es ja normale Kartoffeln, aber wenn ich keine Fichte kriegen würde, dann wären es wohl verfaulte. Ja, erst dich jetzt mal, Niki. Alle Kinder springen auf dem Trampolin, außer Gunther, der liegt drunter. Nein, irgendwie mal. Das sind wieder die Mitleidslachen. Ich hab mir gerade bildlich vorgestellt. Oh. Was, wie Gunther drunter liegt? Ja. Aro. Wo läuft denn die Straße lang, dass ich jetzt durch mein Haus bauen kann? Da, wo sie lang läuft halt. Wo die erweitert wird. Also es wäre gut, wenn du einfach zwischen... Da kommt drauf an, wo du dein Haus bauen willst halt. Da, wo Platz ist. Gute Angabe. Ja, also neben einem Haus, direkt vor einem Haus. Ich denke mal, sie möchte ihr Haus nicht in einem Haus bauen. Von daher sind ja nur noch 2 Sachen übrig. Vor einem Haus und neben einem Haus. Jetzt kann sie sich das aussuchen. Also, möge sie suchen. Möge sie sich aussuchen. Mit Tüchern. Ich habe keine Ahnung, was ich hier wieder für ein Schwachsinn babbel. Im Kistenhaus sind 2 Öfen mit fertig gebrannten Steinen. Braucht die jemand? Also, später vielleicht. Lissy, wo bist denn du? Niemand braucht. Ich komme. Weil dann würde ich die rausnehmen und würde weiteren Cobblestone braten und würde die dann in die Cobblestone-Kiste reintun für später. Auf dem Weg, ich muss. Okay, Lissy, ganz langsam. Können wir alle mal schlafen gehen? Ah, da ist sie ja. Können wir alle mal schlafen gehen? Nein. Danke. Bitte. Wenn ich jetzt da hinten auf der Wiese rumballer, um Holz zu sammeln, dann bin ich lieber aus der Schussbahn raus für Creeper. Warum sind die ganzen Töpfe weg? Okay. Könnt ihr bitte von mir runtergehen, danke. Das ist mein Bett. Oh ja, stimmt. Kannst du wieder aus meinem Bett gehen, danke. Bin ich gerade. Soll ich jetzt einen Lebensbaum bauen oder mein Haus? Beides. Das kannst du dir aussuchen, das ist deine Entscheidung. Du kannst auch den Lebensbaum auf dein Haus bauen und dein Haus so bauen, dass man von außen an den Lebensbaum rankommt. Oh, das wäre cool. Das wäre extrem episch. Aber das ist nicht mittelalterlich.
einen Baum auf dem Haus? Nee, das ist eher nicht so Fantasy-mittelalterlich, aber das ist doch wurscht, oder? Das ist ein Baum. Ich hab das nicht verstanden. Ja, ich meine, wirklich, das ist wirklich ein Baum. Und von daher... Baumhäuser gab's auch damals im Zweiten Weltkrieg schon, Guinness. Ja, ja. Mensch, war das anstrengend damals. Und dann wurden sie abgebrannt. Dann sind sie abgebrannt, ja. Da wurden sie zu Kohle verarbeitet. Nein, nicht Günther. Doch, Günther. Sag mal Günther. Nee, den Günther habe ich gekannt. Der wurde nicht verarbeitet. Sicher. Denkst du? Aber der ist dann später gestorben. Boah. Nein, Günther. Oh, wow. Ich war in deinem Haus. Echt jetzt? Wow. Warum? Das war toll. Das hat mich jetzt irgendwie erfreut. Warum? Das da ist Günther. Die Birke. Weggeballert. Sehr gut. Naja. Günther ist toll. Günther ist mein bester Freund. Ich finde das ja immer noch ein bisschen komisch, dass sie einen Baum als Freund haben. Günther ist toll. Günther ist toll, oui. Stay positive und happy. Oui, Günther ist toll. Das war knuffig. Günther ist ja auch toll. Oh. Warum redest du eigentlich nie immer so? War halt Baum. Sonst redest du immer so voll demotiviert. Ja. Aber wenn du mir jetzt noch Eiche geben würdest, dann würde ich total motiviert reden. Merkt das schon. Allein bei dem Thema Eiche wächst du schon über dich hinaus, förmlich. Ist da wachsen wegen Baum. Irgendwer hat noch einen Creeper hochgehen lassen, wer auch immer das war. Das Niemand. War ich nicht. Okay, ich bin mal dafür, gehört. Der niemand gerufen hat. Harobos! Nein, Harobos. Sie hat gesagt niemand, nicht ich war's, ja? Aber das deutet darauf hin, dass sie es war. Haro, ich höre dir gerne zu.